Ich habe eure Nachricht erhalten. Sie war etwas mürrisch, sogar für euch. Worum geht's? Um Ärger. Was wisst ihr über einen miesen kleinen Quieker namens Kudu? Querverweise, Krimineller, Größenwahn und Plagiator. Hab von ihm gehört. Er ist jetzt eine große Nummer bei der Inquestur. Aber früher war er Snuffs Lehrling, bis Snuff ihn durch euch ersetzt hat. Das ist er. Aus reiner Boshaftigkeit hat Kudu mich zu seiner Vorführung eines Wetterveränderungsgeräts vor dem Arkanen Rat eingeladen. Meine erste Erfindung war ein Wetterveränderer, der variable Atmosphärenumformer. Guter alter VAU. Meine Eintrittskarte ins Kolleg. Ziemlich rudimentär, aber er hat funktioniert. Halbwegs. Und wenn Kudu meine Erfindung nutzt, ohne mich zu erwähnen, stelle ich ihn vor dem gesamten Rat bloß. Das hatte ich gehofft. Holt euch eine Kopie eurer Baupläne aus dem Archiv. Wir werden dafür sorgen, dass Kudu das Lachen noch vergeht. Seid stets eurer Crew treu. Ihr hättet auch nicht nach dem Weg. Ja, verbrennt alles. Jedes Fitzelchen. Gut, dass ihr hier seid. Ich hatte gehört, Kudus Schergen wollten den Archivanbau angreifen. Das scheint wohl zu stimmen. Kudu weiß, was er tut. Das muss man ihm lassen. Das Feuer brach im Aufzeichnungsraum aus und alle Friedensstifter-Golems wurden deaktiviert. Dann ist er uns einen Schritt voraus. Die Baupläne meines Wettergeräts sind ebenfalls nicht mehr in den Archiven. Die einzigen Kopien waren in diesem Anbau. Der jetzt brennt. Schnell! Ohne diese Baupläne haben wir keine Beweise gegen Kudu. Wir kommen zu spät. Von den Beweisen, dass Kudu meine Idee gestohlen hat, bleiben nur noch Asche, Rauch und Niederlage. Keine Niederlage, nur ein Rückschlag. Wir wissen, dass Kudu Großes plant. Jetzt müssen wir nur herausfinden, was und wie wir es aufhalten können. Ich bin bereit. Plagiate und Brandstiftung sind eine Sache. Aber alle Aufzeichnungen meiner ersten Erfindung vernichten? Kudu kann sich auf was gefasst machen. So gefällt ihr mir. Eine von Kudus Schergen hat in der Nähe ein Labor. Sie heißt Plunker und sie riecht garantiert nach Rauch. Wir treffen uns vor Plunkers Labor. Sie möchte uns sicher erzählen, warum Kudu euren Wetterveränderer will.